Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Bus Manager hier bei Heisenberg Zockt. Willkommen Hauptzentrale Zürich. So, wir haben 67.000, wir kommen näher an den Gelenkbus ran. Klasse, dass man bei den Linien der HC Cargo nie lange warten muss. Ja, das freut uns natürlich auch. So, gut, also wir stellen hier auf schnell, damit wir hier an Geld kommen. Gucken hier noch schnell. Jawohl, passt. Reisekomfort kriegen wir noch mit USB-Dingern hin. Die kosten 30.000, das schenken wir uns im Moment. Und die Ticketpreise lassen wir, haben wir gesagt. Zumindest ebenfalls im Moment. Wir gehen mal schnell zu den Ersatzteilen. Mhm, da können wir doch nochmal nachrüsten. Guck mal, wir müssen wahrscheinlich das Lager dann eher mal noch vergrößern. Machen wir hier nochmal ein paar dazu. Reifen ebenfalls. Ja, 98, das kostet halt schon gar nichts. Da könnte man eigentlich viel mehr bestellen. Sollen wir hier ein Lager hinmachen? Wisst ihr was, wir machen hier ein Lager hin. Ganz einfach deswegen, weil das ist ja auch nah zur Werkstatt. Lagerraum. Einmal drehen und die Spinte, die kommt dann später wieder. So, einmal Lager, ahoi. Ihr bräuchtet eine Tür. Kann nicht schaden. Dann braucht er ja, ein Fenster, warum nicht? Damit auch ein bisschen Licht reinkommt ins Lager. Und Regale. Einmal drehen. Nochmal, zack. Zack, zack. Einmal, jetzt muss ich gucken, dass ich hier möglichst viele hinkriege. So, einmal so, einmal so, einmal so. Und dann können wir das Lager eben auch aufrüsten. Und währenddessen sollten wir eigentlich unten, wenn wir gucken, Geld verdienen. Das wäre tatsächlich sehr wünschenswert. Sag ich mal, mal hier noch welche. Weil wenn wir hier, haben wir da eine Tür? Ja, da muss ich aufpassen. Da kriegen wir hier noch eins hin und vor dem Fenster auch noch eins. Gut, jetzt ist aber irgendeiner eingeklemmt. Das ist schlecht. Der hier. Machen wir dich hier hin. Zack, passt. Dann können wir mit dem aber nochmal eins rüber. Dann ist das Fenster wieder frei. Gut. Also Lager könnten wir jetzt aufstocken. Jetzt sehen wir aber, da haben wir doch 10.000 Geld gebraucht. Was sind das? Euro, genau. Ja. Ja, das ist halt. Das kostet halt alles natürlich Geld. Ist ganz logisch. Gut, wir sind auf Tempo. Das können wir eigentlich zumachen hier. Und wir haben es. 0.40 Uhr. Wir gehen mal schnell gucken. Ja, da sieht man. Guck mal, der Unterschied. Das ist schon gewaltig. Also 106.000 haben wir tatsächlich jetzt heute verdient. Und am Sonntag 16.000. Ein Zehntel davon. Am Samstag ein bisschen mehr. Aber auch nicht massiv. Gut, wir müssen mal noch schnell gucken, ob wir Busse haben. Jawohl, zwei. Da müssen wir schnell reparieren, weil das müssen ja wir machen. Machen wir noch neue Bremsbeläge rauf. Und hier, zack, zack, zack. Und zack, zack. Okay, dann können wir aber hier natürlich den Zeitsprung auch nicht machen. Da müssen wir jetzt auch nochmal ein Momentchen Geduld haben. Ist aber in Ordnung, die haben wir ja, die Geduld. Zwei Leute haben wir, sie fahren jede Woche zum Friseur, sehr gut. Und hier haben wir auch 5 Sterne. Das können wir mal für einen Moment, glaube ich, weglassen. So, es ist Nacht, wir verdienen halt kein Geld. Zeitsprung geht nicht, weil da gerade Arbeiten durchgeführt werden. Ja, man sieht es ja hier, der wird repariert. Ja, ich würde schon relativ schnell gerne hier das zweite Areal haben, muss ich gestehen. Es wäre halt schon definitiv nicht unwichtig. Aber, ja, entweder Gelenkbus oder Areal. Weil, da hat der Gelle völlig recht, hat noch geschrieben, wozu allen Ernstes jetzt eine weitere Linie machen. Wenn wir, glaube mal knapp genug Busse haben für die bestehenden Linien. Da hat er schon recht. Wir haben, glaube ich, jetzt einen Bus zu viel, wenn man so will. Ja, denkste. Da, guck mal. Oder haben wir da? Ja, wir haben einen Bus zu wenig. Okay, so viel zum Thema, wir haben einen Bus zu viel. Das stimmt so dann doch nicht so ganz. Ja gut, wir kaufen ja eh einen Gelenkbus, sobald wir hier wieder Geld haben. Morgen ist Dienstag, also wenn die Schicht wieder anfängt. Da kriegen wir nochmal... Ja, 100.000 kriegen wir. Das heißt, wir können vielleicht sogar zwei Gelenkbusse kaufen. Was ist hier unten? Haben wir zu wenig Mechaniker? Wie viele haben wir? 5. Wir haben Stress. Okay, Mitarbeiter einstellen. Mechaniker, ahoi. Gerne qualifiziert wäre er hier und er hier. Dann haben wir nochmal zwei. Dann können die sich ablösen. Der läuft dran vorbei. Der hier kommt. Der hat Ersatzteile geholt und jetzt repariert er wieder. Sehr gut. Noch mehr Ersatzteile holen. Könnt auch hier machen. Ich gucke nochmal schnell bei den Ersatzteilen. Wir haben jetzt ein neues Lager. Oh, 0. Okay, jetzt schlagen wir hier mal ein bisschen... Oh, auch 0. Okay. Das ist hier jetzt aber doch massiv runtergegangen. Da können Sie den... Da hatten wir doch gerade irgendwie die ganze Zeit. Was ist das denn?
Warum haben wir denn jetzt hier überall 0 und 1 und Zeugs? Wir hatten doch vorher überall noch 3, 4. So viel haben wir doch nicht repariert. Mach hier mal ordentlich. Was kostet das 11.000? Gerne. So, das kommt dann aber erst nachmittags um 4, habe ich glaube ich gelesen. Müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Können Sie dann hier einräumen. Zuteilen kann ich das glaube ich nicht. Ist aber auch egal. Könnte man hier nicht noch einen Durchgang machen? Guck mal, hier eins weg und dann eine Tür direkt in die Werkstatt rein. Das wäre doch eigentlich auch eine Option. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich das jetzt umräume hier, das Ding. Dann sind wahrscheinlich die Sachen, die drauf sind, weg. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Wir warten, bis das leer ist. Wir können das Teil ja dann im Prinzip hier hinten hinstellen. Hier sind doch die Lager voll. Kann es sein, dass jetzt dieses zweite Lager sozusagen nur noch im Fokus ist? Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig, dass wir hier irgendwie überall null haben. Gibt's doch echt nicht. Naja gut. Es wird ja geliefert um 16 Uhr. Lieferung sofort hätten wir auch machen können. Hätte dann nochmal was gekostet. Na, guck mal, der Bus ist aber weg. Nee, dann passt es aber. Also, ich dachte schon, der kann nicht fertig repariert werden. Okay, die sehen gut aus. Die müssen hier noch geputzt werden. Das ist aber nicht unser Job. Das müssen die anderen machen, die Herren und Damen Angestellten. 6 Uhr. Wir lassen es mal rasseln. Und wuseln. Es wuselt relativ herrlich. Hier, dass wir hier das so in einem Kreuz haben, das ist Zufall. Wir haben halt hier gebaut, dann hier angebaut, dann hier, dann hier. Und dann immer natürlich die Sessel an die Wand gestellt. Deswegen ist das so, wie es gerade aussieht. Ist aber auch okay, es funktioniert ja. Die haben hier noch einen Kopierer, sie haben eine Pinwand, da können sie sich ein bisschen ablenken, die Herren Busfahrer. Sehr schön. Postfach. Eine Reinigungskraft. Der gefällt's. Okay, also Reinigungskräfte haben wir genug. Gut. Wie sieht es finanziell aus? Haben wir Minus gemacht, das ist uninteressant. Da haben wir ja das Ding hier gebaut, das Lager. Ja, lassen wir laufen. Was haben wir hier Schönes? 5 Sterne, 4 Sterne, 3 Sterne, überall Sterne. Ja, mehr wollen wir ja gar nicht. Das passt uns doch hervorragend. Ich frage mich ja wirklich, wie die Linie 3 sich rentieren kann, aber ich bin froh. Die Linie 3? Rentiert sich 50.000 immerhin. Ist zwar die am schwächsten laufende Linie, aber... Immerhin ist es eine Linie, die 50.000 macht. Hier ist nichts Neues dazugekommen. Da gucke ich gerne immer wieder, weil das rechnet sich tatsächlich relativ gut, natürlich. Wenn man hier was angeboten kriegt, wenn es im 100.000er Bereich ist. 64.000. Ich habe noch den Tipp gekriegt, habt ihr natürlich völlig recht. Künftig Linien, wenn ich Linien mache. Ja, möglichst nah beim Depot zu beginnen, weil der Bus muss ja immer... zur ersten Station fahren. Und die erste Station ist bei unseren Linien, weil es keine Rundkurse sind, ja immer auch gleichzeitig die letzte Station. Das heißt, ja, der hat dann, wenn er zurückfährt, auch nicht mehr weit wieder zurück ins Depot. Da habt ihr natürlich recht, das werden wir tatsächlich so machen. Wenn wir dann eine neue Linie machen. Das ist einfach der Anfangspunkt, möglichst nah beim Depot tatsächlich ist. Ich möchte mal schnell was schauen. Hier haben wir noch Bushaltestellen, die wir noch nicht anlaufen. Hier könnten wir noch hoch, das wäre alles in der Nähe vom Depot. Und dann irgendwie den Bereich hier mitnehmen. Aber eben, ich würde jetzt keine neue Linie machen. Aus besagten Gründen. Das würde sich rechnen, aber wir haben die Busse nicht. Von daher, ohne Bus keine Linie. 74.000. Wir könnten natürlich nochmal einen gebrauchten Gelenkbus kaufen. Oh, guck mal, der wäre gar nicht so teuer. Der ist ziemlich im Arm. Oh, der hier. Wisst ihr was, wir kaufen den. Gehen wir nochmal ein bisschen runter. Angenommen. Sehr gut. Geh gleich mal reparieren, Kollege. Reifen, Bremsbeläge, Keilriemen, Motoröl. Hier ist alles okay. Reparatur starten. Sehr gut. Wunderbar. Hier unten läuft und brummt. Da haben wir irgendwie immer noch 40.000. Das heißt, wir können gleich nochmal einen Gelenkbus kaufen. Der hat aber keinen Parkplatz, der Kollege. Den kriegt er jetzt gleich noch. Du bist Gelle 4. Jetzt haben wir schon 4 Gelles. Sehr gut. Einmal zurück mit dir und Gelle groß geschrieben. Man muss noch richtig schreiben und dazu hier eine 4 haben wir gesagt. Sehr gut, zack. Zuweisen wäre der hier. Bestens. Aber der muss erst reparieren. Der wird jetzt noch nichts machen, natürlich. Der muss erstmal hier, man sieht es, repariert und geputzt und gemacht werden. Sehr gut. 44.000. Ich gehe nochmal schnell gucken. Fuhrpark. 51.000 haben wir hier bei 154. Was kosten die neu? Ja, doch um die 70. Hier sogar eben diese 85.000. Ich würde sagen, wir lassen es einfach laufen. Wir haben 12 Uhr, das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich an Geld rankommen. Die hiesige Cargobus-Gesellschaft, professionell und kundenorientiert. Jawohl.
Das höre und lese ich natürlich gerne. Gut, sie wuseln immer noch. Die Küche scheint soweit zu funktionieren. Wir haben keinen Stau. Klos haben wir ja zwei. Hier oben ist nochmal eins. Das ist nicht mal besetzt, also von daher. Aber eben die Tür wäre natürlich irgendwie noch interessant gewesen. Hier, die hier. Hier haben wir eine. Ja gut, man kommt mit den Sachen hier aus dem Lager auch hier relativ schnell hin. In die Werkstatt. Das geht tatsächlich auch, wenn hier ja die Tür ist. 16 Uhr ist dann noch Liefertermin. Dann liegen hier wieder die Pakete rum. Ja, aber da haben wir noch ein bisschen. Haben wir irgendwelche defekten Busse? Nein. Können wir das so laufen lassen? Ja, ich bin halt tatsächlich, wie soll ich sagen, versucht wirklich immer jetzt. Ich überlege doch schon wieder an einer neuen Linie rum. Aber, Moment, Schichtplan. Hier ist überall gut. Dann haben wir hier den Montag, der ist gut. Und der Dienstag ist jetzt auch gut, weil wir nochmal einen neuen Bus dazugekriegt haben. Weiter kann ich gar nicht gehen. Okay, Einstellungen nochmal. 9-Stunden-Schichten. Die Busfahrer eine halbe Stunde. Wenn ich hier natürlich raufgehe, brauchen wir wieder mehr Busfahrer. Das ist nichts als logisch. Das ist ja ganz klar. Und sie haben keinen Stress. Sie schimpfen nicht. Von daher, ich würde es tatsächlich so lassen. Auch wenn es ein bisschen hart ist. Eine halbe Stunde Pause zwischen zwei Schichten ist natürlich schon nicht übel, würde ich sagen. Ein Stern. Was hast du denn? Katarinzia Sikorski. Hol dir halt ein Taxi, wenn es dir nicht passt. Was ist das denn? Allen passt? Guck mal hier, 5 Sterne, aber der Katara Katadingens? Ne. Die will nicht, der gefällt das nicht. Na dann, ist es halt, wie es ist. Forschung. Busverschmutzung reduzieren. Ja, machen wir. Sehr gut. Das kostet alles wieder Geld, das lassen wir mal weg. Haben wir sonst noch was? Nö, ein neues Einsatzgebiet brauchen wir beim besten Willen nicht. Ne, das dauert noch ein Momentchen, bis wir das wieder brauchen. Gehen wir raus, weil wir haben ein riesiges Einsatzgebiet. Wir können hier ja nochmal gucken. Da können wir noch dermaßen viele Buslinien machen. Da brauchen wir da noch nichts. Was wir brauchen, ist hier hinten was. Oh, jetzt haben wir aber Geld gekriegt. Guckt, jetzt können wir einen neuen kaufen. Hier auch 4 Sterne. Und hier, ja, die liebt sogar das Unternehmen. Sehr schön. Gehen wir mal schnell gucken. Fuhrpark. Neuen Bus kaufen, Gelenk. Ja, hier. Zack, Dankeschön. Haben wir hier eine Vorlage, mit Sicherheit. Zack, jawohl. Wunderbar. Anwenden. Herzlich willkommen hier bei uns. Und dann haben wir hier. Moment, du kriegst natürlich noch einen Parkplatz. Das ist ja klar. Und zwar bist du Gelle 5. Stimmt das? Immer mal Gelle 5, sonst wird es korrigiert. Zack, den hier. Und dann wäre das hier oben. Der hier. Jawohl, 4, 5. Sehr gut. Der stinkt noch ein bisschen. Das ist aber halt, wie gesagt, eigentlich nicht unser Problem. Das wird schon gemacht. Jetzt eingestellt habe ich es ja. Da müsste einer noch kommen. Wir können es ja gerade mal hier kontrollieren, ob da vernünftig gearbeitet wird. Weil da ist der Tank fast leer. Sauberkeit ist nichts. Da müsste tatsächlich jetzt irgendeiner kommen. Wie spät haben wir es denn? 17.30 Uhr. Machen das Reinigungskräfte oder Mechaniker? Wer putzt eigentlich die Busse? Das weiß ich so gar nicht. Ist natürlich ein ziemlicher Weg. Von hier unten, man sieht es, die laufen dann halt ein paar Meter. Der läuft aber zu dem hier. Das ist wahrscheinlich ein Busfahrer. Gefällt mir jetzt nicht so, dass hier nicht gearbeitet wird. Muss ich gestehen. Da kommt nochmal jemand. Wann hat der Schicht? Keine. Okay, ist noch keine zugewiesen. Gut, dann können wir auch noch ein bisschen Geduld haben, bis der geputzt wird. Mir geht es darum, dass der überhaupt geputzt wird. Dass wir hier nicht irgendwie den Effekt haben. Ja, eben, dass der so bleibt. Also das wäre dann schon eher fatal. Post. Eine Reinigungskraft. Auch zufrieden. Sehr gut. Zufriedene Arbeiter und Arbeiterinnen, die machen Spaß. Wieder ein Stern von Charlotte Fouché. Das ist wahrscheinlich die Schwester hier von, wo war sie denn? Hier, Katadingens. Gibt's doch nicht. Also das schwankt halt ein bisschen krass. Also ich denke, entweder ist es gut oder nicht. Hier, guck mal die Ersatzteile. Jetzt sind sie gekommen. Hier haben sie auch nochmal eingeräumt. 9, 8, 10. Ja, ja. Oh, hier fehlt noch ein bisschen was. Bei den Keilriemen. Wir bestellen mal nochmal ein paar Keilriemen nach. Bis morgen. Sehr gut. Nochmal was gekommen? Nö, 31.000. Jetzt haben wir aber schon. Ein, zwei Busse haben wir zu viel. Sag mal. Irgendwie, es kümmert sich kein Mensch um diesen Bus. Wo gibt's denn sowas?
Das müsste doch... Eben, die Frage ist halt... Ne, das macht schon nicht eine Reinigungskraft. Wer putzt denn? Ja, vielleicht innen die Reinigungskraft und außen vielleicht der Mechaniker. Ja, der fährt ja in die Waschanlage. Das ist eigentlich logisch. Aber innen putzen wahrscheinlich Reinigungskräfte, oder nicht? Ich stelle mal nochmal einen ein. Mitarbeiter einstellen. Eine Reinigungskraft. Eine qualifizierte, wenn es irgendwie geht. Hier, am ehesten qualifiziert. Und nochmal ein Mechaniker. Quali, Quali, Quali. Wir schauen mal hier hinten. Ne, da ist die Qualifikation. Mumpitz im Quadrat, das können wir so gar nicht gebrauchen. Also nehmen wir zack, ihn hier. So, dann haben wir nochmal einen dazugekriegt. Der steht immer noch und hat immer noch keine Schicht zugewiesen. Das heißt, wir haben jetzt genug Busse. Also jetzt können wir eigentlich eine zweite Linie machen. Ich würde jetzt hier nochmal warten, bis da nochmal ein bisschen rauf geht und nochmal einen Gelenkbus kaufen. Weil dann könnten wir sogar gucken, bei der Linie 1... Linie bearbeiten. Ich möchte mal Folgendes wissen. Wie viele Busse haben wir hier drauf? Aktuell 8 Busse. Ich dachte gerade, dass wir hier halt die Gelenkbusse zuweisen. Das wird so aber nicht funktionieren. Das ist ganz klar. Wir haben nicht 8 Busse. Wie sieht es hier aus? Also nicht 8 Gelenkbusse. Die Linie 4. Schauen wir uns mal an. Wie viele Busse haben wir hier? Ach, das ist... Ja gut, aber hier könnten wir trotzdem, wir könnten was einstellen, dass wir hier die Gelenkbusse haben. Wo steht denn hier, wie viele Busse wir brauchen? Auch 8. Ja, dann brauchen wir noch ein paar Gelenkbusse zusätzlich, bevor wir hier tatsächlich das Ganze entsprechend umstellen können. Das wird nicht funktionieren. Er qualmt. Oh ja, zack, zack, bitte mal reparieren. Ich gehe mal hier gucken. 5 defekte Busse. Ja, je mehr... je mehr gebrauchte wir haben, desto mehr haben wir tatsächlich zu reparieren. Es ist einfach so. Hier ist in Ordnung. So, der noch hier. Neuer Scheibenwischer. So kriegen wir die Lager natürlich auch wieder leer. Das funktioniert relativ gut. Habe ich den? Ja, den habe ich. Okay, die haben wir repariert. Wie sieht es aus mit dem Kollegen hier oben? Der stinkt immer noch. Gibt's doch nicht. Die... Das haben wir doch eingestellt. Lass mich hier mal nochmal schnell gucken. Bei den Einstellungen. Automatische Innenreinigung 95, automatische Außenreinigung 80, automatisch tanken bei 50. Der liegt ja wirklich überall drunter hier. Dann müssten wir eigentlich zu wenig Leute haben. Ich meine, das eilt tatsächlich nicht. Ja, da haben wir es eingestellt. Das eilt tatsächlich nicht, weil der keine Schicht zugewiesen hat. Aber trotzdem, also irgendwie den jetzt einfach so einen Tag hier stehen lassen. Man weiß ja nie, ob das nicht noch ansteckend ist. Na, ist der ja plötzlich auch grün, der Kollege. Das wäre dann auch nicht so ideal. So, den haben wir es mit Sicherheit auch. Jawohl, weil das geht mit der Liste hier relativ gut. Ein Busfahrer. Er findet es klasse. Dann finden wir das auch klasse. 33.000, das ist aber mitten in der Nacht. Jetzt wird erstmal wieder repariert. Ein gutes Unternehmen. Ja, das sieht doch alles eigentlich relativ nett aus hier. Halt eben bis auf Reisekomfort, das hat man, das sind diese USB-Teile und die Ticketpreise. Die würde ich halt tatsächlich lassen, weil wir brauchen das Geld. Ich weiß, ich habe jetzt, glaube ich, 2 Folgen hintereinander gesagt, wir machen in der nächsten Folge eine neue Linie. Ich habe jetzt aber auch erklärt, warum wir es eben nicht gemacht haben, weil uns die Busse fehlen. Jetzt würde ich aber sagen, jetzt müssen wir 1-2 Busse überzählig haben. Ich würde sagen, wir machen eine neue Linie. Das Problem ist halt, wenn wir wieder eine Linie machen und dort 8 Busse brauchen, weil das einfach dermaßen... eigentlich ergiebige Linien sind, ja, dann werden wir wieder ein Problemchen kriegen. Auf der anderen Seite, jetzt hat einfach Bus an Bus kaufen, das macht irgendwie auch keinen Sinn, meiner Meinung nach. Oder halt eben das Gelände vergrößern. Ich gehe mal nochmal schnell gucken, was das kleiner mal kostet. 30.000 bei 100. 100 haben wir Pokale, das ist kein Problem. Das können wir machen. Ja, und ansonsten, lassen wir das jetzt halt einfach laufen. In der Nacht verdienen wir sowieso kein Geld. Zeitsprung geht nicht. Die werden jetzt hier nach und nach repariert. Der stinkt immer in der Gegend rum. Sagenhaft. Soll ich mal, ich bin kurz davor, hier irgendwie zu drücken. Oh, der ist aber auch nicht ausgerüstet. Können wir das nochmal machen? Jawohl, alle Busse aufrüsten. Der hat aber ein USB-Ding, guck mal. Ja, rüste mal auf. Für einen 1000er ist das okay. Ah, diese Gelenkbusse, die haben dann standardmäßig tatsächlich... Ne, doch nicht. Warum hatte der andere einen USB? Naja gut, Hauptsache er hat es, das ist ja in Ordnung. Hallo da. Wie spät? 3.40 Uhr. Wurde gespeichert, ist in Ordnung. Hier wieder zufriedene Leute, das ist auch in Ordnung. Somit ist alles in Ordnung.
30.000 hätten wir, dass wir hier tatsächlich das Gelände vergrößern könnten. Oh, was? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Heisekako wegen den hohen Ticketpreisen auch noch nutzen kann. Dies wäre ein großer Verlust für sie und es scheint sie nicht zu kümmern. Was für hohe Ticketpreise denn? Wir haben keine hohen Ticketpreise. Ich bin mit denen ja massiv runtergegangen tatsächlich. Und das aus gutem Grund. Die waren tatsächlich relativ hoch. Sind sie ja jetzt aber eben eigentlich nicht. Hat der eine Schicht? Nee, hat immer noch keine. Kann es sein, dass die Busse einfach gammeln lassen, wenn sie keine Schicht haben? Kann irgendwie auch nicht sein. Also fände ich jetzt auch nicht tatsächlich gerade logisch. Hier bewegen sich nochmal ein paar. Das können aber auch Busfahrer sein, die einfach hier hochlaufen. Zu ihren Bussen. Er sowieso hier. Ja, das ist ein Gelenkbusfahrer. Ich lasse den stehen. Ich mache den jetzt nicht manuell. Solange der keine Schicht hat, stört es nicht. Oder haben die so eine Art Priorität? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Dass er halt zuerst die Busse natürlich wieder reparieren. Die halt, die es nötig haben, weil sie tatsächlich wieder auf eine Schicht fahren. Und dann werden die zurückgestellt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass diese Automatik jetzt eigentlich greifen müsste. Jetzt, der steht bald 24 Stunden gammelt in der Gegend rum, der Kollege. Ist es denn wahr? Wir haben morgen. Morgens um 6. Sehr gut, die Busfahrer kommen wieder. Wir haben 33.000. Ich würde sagen, wir kaufen uns noch einen Gelenkbus. Also jetzt in der kurzfristigen Planung. Wir kaufen natürlich noch weitere. Und dann werden wir eine neue Linie machen. Und dann gucken wir, dass wir eben auch, ja, halt nach und nach vielleicht doch nochmal so einen New Ramses oder so kaufen. Busfahrer beibehalten. Ja, die Umstände behalten wir so bei. Weil diese New Ramses halt mit 50 Leuten oder Kapazität von 50 Leuten schon auch was bringen. Zumal sie halt nur 20.000 kosten. Also das ist schon ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich. Deswegen würde ich das, glaube ich, tatsächlich so machen, dass wir dann nochmal so einkaufen. Wenn wir mal schnell gucken beim Fuhrpark. Gebrauch kostet so ein Teil. Haben wir hier einen New Ramses? Oder ist das ein Kleinbus? Das ist ein Kleinbus sogar mit 55 Fahrgästen. 16.000 gebraucht. Neu? 26.000. Ja, das könnten wir locker bezahlen. Vielleicht nochmal ein Solobus. Hier hätten wir auch 90 Fahrgäste bei 41.000. Wisst ihr was? Wir kaufen uns nochmal einen Solobus. Oder sollen wir sparen und Gelenkbus oder Doppeldecker nochmal? Gelenkbusse 69.000. Kommt, wir sparen. Wir sparen noch einmal und werden uns dann nochmal einen Gelenkbus gönnen. Dann haben wir tatsächlich 6 Gelenkbusse. Damit können wir arbeiten. Dann sollten auch die Verspätungen tatsächlich hier zurückgehen. Weil die haben wir immer noch bei Linie 3 und bei Linie 4. Mhm. Ja, ich finde, das ist ein guter Plan. Ich würde das tatsächlich so machen. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Geld verdienen wir. Man sieht es hier. Das ist kein Problem. Also wir kommen einer neuen Linie immer näher. Danke fürs Zusehen. Dann hoffe ich, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Guck mal, 0 Minuten. Auch das funktioniert. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.